Und herzlich willkommen zurück, ich bin der Kuhmann, das ist Minecraft. Heute einmal mehr. Ja, wir haben zwar ein bisschen altertümlichen Schrott gefunden, aber hey, ich möchte mehr. Wollte ich letztes Mal schon. Und ich habe ein paar Videos geguckt, was man machen könnte. Ich habe da eine Idee. Und zwar ist es ja so, es gibt ja TNT hin. Ich glaube, das nehmen wir mal mit. Dann Flint. Flintensteel. Komm, machen wir so einen noch. Nehmen wir das mal noch mit. Und wenn das jetzt heute nicht klappen sollte mit dem Ganzen, dann verspreche ich euch, dann machen wir das nächstes Mal radikal und probieren effektiv den Miner aus. Aber komm, ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, also von dem her. Aber interessant, wie man gewisse Challenges einfach so hat und die lösen möchte unbedingt. Oh, da hinten hat es auch noch einen Gang. Interessant. Das ist wahrscheinlich die andere Höhle. Das gehen wir noch mal rüber. Und da gucken wir mal. Ich habe da nämlich vom Spark of Phoenix was Interessantes gesehen. Das möchte ich mal ausprobieren hier. Und zwar würde ich sagen, wir gehen wieder auf eine 15er Höhe runter. Das hier ist noch nicht 15. Hier haben wir ja mal eine Bombe platziert. 33. Hier sind überall die Lavaseen. Ich hoffe. Ne, hier kann man gar nicht runter. Vor lauter Lava. Lava ist hier. Das ist schade eigentlich. Hm? Ich denke, dann geht es aber in die Richtung auch nicht wirklich weiter. Könnt ihr mir vorstellen. Okay. Hier geht es runter. Aber nicht so weit. Das ist auch schlecht. Komme ich dann da irgendwie sonst zu den anderen Gängen rüber? Aber schon mal gar nicht so schlecht. Dann lass uns das hier markieren. Dass wir das wissen. Können wir hier rüber. 32er Höhe. Alles klar. Demnach nicht. So. Dann machen wir die hier. Hier haben wir schon ein ziemliches Hickhack generiert, hä? Kann man so sagen. Bleiben vorsichtig.
25, 24. Weil es ist ja so, eigentlich sind wir ja rein höhentechnisch hier perfekt für Nitrit. Und ich dachte mir jetzt, wenn das so nicht klappt, dann müssen wir das irgendwie anders hinbekommen. Schon mal 14. Gut, aber das ist eigentlich so gar nicht übel. Das heißt, hier haben wir ja Gänge. Hm? Und in meinem Pro-Chunk könnten ja an die 5. An die 5. An die 5. Nitrit, das sprich altertümliche Brocken rum sein. Entschuldigung. Da. Das heißt jetzt, gehen wir nochmal runter. Hm? Das ist aber nicht so gut, wenn du hier rumläufst, ehrlich gesagt, mein lieber Freund. Vielleicht früher oder später, um das effektiv zu farmen, eine Creeper Farm. Aber so ist er weg jetzt. Würde mich jetzt wundern, was passiert hier. War mal ein guter Bums. Kann man so sagen. Ohne Hintergedanken. Aha. Sieh dir das an. Wir haben schon mal einen mehr. Das heißt, wir wären bei 3 Stück. 3 Stück mal 3 gibt schon mal 9. Aber das viel effizienter, als wir an die anderen 2 gekommen sind. Können wir uns das mal ein bisschen genauer angucken hier.
Das heißt, im Großen und Ganzen haben wir jetzt 7er Höhe. War das eigentlich sehr effizient, oder? Hier noch ein paar Nuggets. 9er Höhe. Also wenn wir jetzt sagen, man würde das so aufbauen. Warte mal, was war das? Nee, war nix. Man würde das so aufbauen mit dem TNT. Und dann vielleicht sagen, okay, wir machen das so. Dass wir anstatt nur einen Platz lassen zwischen den TNTs, machen wir das Ganze mit. Zwei? Nur das 3×15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Das heißt, wir könnten hier nochmal 15 zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. 1, 2. So, komm. Ja. Jetzt aber. Interessant, oder? Mal gucken. Vorstellen, dass das sehr wahrscheinlich auch eine interessante ist, Variante ist, um zu meinen. Na, das war verkehrt. Das waren jetzt alle. Gut.
Jetzt müssen wir das einfach genau absuchen hier. Eigentlich müsste ja hier gemäß, wie hieß das, gaussischer Verteilung einiges hier sein an, ja, das sind sicher 16, das waren 2, 3 Chunks, oder? 45. Ein Chunk ist ja 16 mal 16. Eigentlich müsste ich hier mindestens noch mal einen. Ein solches Ding haben. Von der Logik her. Hier hätte ich eigentlich mehr erwartet. Und vielleicht muss ich einfach noch ein bisschen genauer suchen. 18 schon wieder. Aber vom Grundgedanken her, okay. Problem ist hier einfach, jetzt haben wir kein Pulver mehr, kein Sprengpulver mehr. Also ich könnte es irgendwie selbst zusammenbasteln. Aber ich meine, das kann ja nicht sein. Also es ist wirklich die Verzweiflung. Die Verzweiflung in Kuhmann. Dass das Gefühl hat, hey, ich habe doch viel, viel mehr von dem Netherit verdient eigentlich. Da müsste doch viel mehr sein. Eigentlich müsste viel mehr sein. Hier bin ich ja wieder viel zu tief jetzt hier. Aber hier auch von der Höhle hier irgendwie müsste es doch mehr geben hier.
Ich sag's euch, wenn ich nicht nach Ethri suchen würde, hätte ich schon so viel gefunden. Garantiert. Oh, oh, oh. Ich finde es einfach nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich irgendwie einfach immer eins daneben buddel. Und deswegen finde ich das Zeug nicht. Naja, gut. Wir werden dranbleiben. Gut, aber immerhin haben wir 3 Stück. Ich hätte jetzt doch ein 4. genommen. Weil dann hätte ich immerhin den Netherit Mining Driller gehabt. Den ich halt auch gern hätte. Aber jetzt so mit 2 Netheritbahnen. Ja, ist ein bisschen lame. Kann ja gar nichts Großes damit anfangen jetzt. Irgendwie. Leider. Soul Sand. Ich habe ja hier tonnenweise Material. Wahnsinn. So. Zum sicher sein, dass wir hier nichts verpassen. 13er Höhe wäre eigentlich gut. Ah, ich bin schon enttäuscht. Gesehen. Papa hat Bumm gemacht. Gefällt's dir? Mal genau gucken hier.
Was haben wir hier oben? Der Käsenäter. Aber oh, ist geil. Ich find's lustig. Gut, wir bekommen schon noch mehr Nitrit. Meine lieben Damen und Herren. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das noch hinbekommen. Sofern wir hier wieder rausfinden. Ah, ist schon mal nicht schlecht hier. Ich bin überzeugt davon, wir schaffen das. So. Gehen wir nach vorne. Ah, das war wieder hier, falscher Weg. So. Vierunddreißiger Höhe, gut. Wir kommen heim. Gut, nächstes Mal probieren wir nicht noch mehr Explosionen, sondern wir gucken jetzt mal, wie wir aus 1 mach 3 machen. Deswegen gehen wir jetzt nach Hause. So, so, so. Einmal jumpy, jump, jump, jump. Dann hier Tschüssi und ab an die Oberwelt. Und somit kann man auch sagen, liebe Leute, von nah und fern, ich bin der Kuhmann. Habe es gern, wenn ihr bei mir hier Zeit verbringt und mir auch mal ein Liedchen singt. So, also, dann würde ich sagen, bis morgen, macht's gut. Morgen machen wir Industrie hier. Bis dann, dein Kuhmann, tschüss.